Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden von Arceus und dem Story Simulator 2022. Weiter geht's. Erste Nebenmission. Hey du da, hast du schon mal von einem Pokémon namens Wumpel gehört? Professor Levin hat mir von einem interessanten Phänomen erzählt. Wenn Pokémon durch Kämpfe und ähnliches Erfahrungen sammeln, kommt es vor, dass sie durch eine sogenannte Entwicklung ihre Gestalt ändern und stärker werden. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wumpel eigenhändig dazu zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehörst zum Forschungstrupp an, oder? Solltest du auf deinen Streifzügen einen Wumpel fangen, dürfte ich es dann bitte haben? Bitte fang einen Wumpel für mich, du bekommst auch eine Belohnung dafür. Du bist doch der Junge, der aus dem Himmel gefallen ist. Gehst du gerade in die Wildnis raus? Du arbeitest doch an diesem Pokédex, oder? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und mehr über Staralili herausfinden? Pokémon machen mir echt Angst, aber wenn ich Staralili so sehe, dann wird mir ganz warm ums Herz. Trotzdem würde ich mich nie trauen, eines anzufassen. Bitte vervollständige den Pokédex-Eintrag von Staralili und zeige ihn mir. Oh Gott. Junge, wie viele Quests hat's hier? Shinox haben doch so ein sonderbares Musterung am Ohr. Aber wie sieht die denn noch gleich aus? Ist wie verhext. Ich kann mich nicht erinnern, was mache ich nur? Kannst du mir den Shinox zeigen? Warte, kann ich gerade machen? Warte, ich habe doch hier eins. Ah, ich muss es so zeigen. Ich kann es nicht vorne dran werfen. Wäre auch zu viel verlangt. Dann wollen wir mal seine Rundenlauscher inspizieren. Ah ja, genau. Diese gelbe Kreuzform sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Was für eine Erleichterung, vor lauter Grübeln hat mir schon echt der Kopf gerauscht. Jetzt kann ich endlich aufatmen. Vielen Dank. Schön. Was ist da hinten? Eine Farm? Lol. Okay, da geht's weiter. Ich glaube, da ist die Pokémon-Zuchtstation. Dann irgendwo später. Und wir gehen zur Graslandbasis. Der Ladescreen ist auch cool. Kann man sich geben. Okay, wir kommen so langsam aus dem Tutorial raus. Zum Glück. Oh Gott. Ja gut zu, Robin. Zur Vervollständigung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Manchmal musst du die Pokémon fangen, manchmal gegen sie kämpfen. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst, erhältst du dafür Forschungspunkte. Robin, ich würde dir gerne noch etwas Wichtiges beibringen. Und zwar, wie du den Angriffen wilder Pokémon ausweichst. Das könnte dir im richtigen Moment den Hals retten. Schau dir gut an, wie ich mich bewege und versuche dann, mich nachzuahmen. Und hopp! Elegant, nicht wahr? Mit diesem akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel einsteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerschock eines Shinox abbekommen und bin ohnmächtig geworden. Ein Mitglied des Sicherheitstrupps musste mir zu Hilfe kommen. Aber mach dir keine Sorgen. Als deine Mentorin werde ich dir allerlei nützliche Dinge beibringen. So, ausweichen kann man mit Y. Hier ist ein Tipp, den alle Mitglieder des Forschungstrupps kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du ZL-Taste drückst und öffne den Pokédex durch das Drücken des Abwärtsknopfes. Dadurch kannst du die relevanten Aufgaben direkt sehen. Bei den Pokédex-Aufgaben für Bidizar steht Exemplar gefangen, oder?
Nun, wie du siehst, ist die Aufgabe mit einem Exemplar noch nicht vorbei. Fange erst zwei, dann vier und dann immer, immer mehr, Belitza. Oh Gott. Denk bei Kämpfen mit Pokémon außerdem an Kommandantin Celestis X-Wechsel. Wenn du etwas werfen möchtest, kannst du zwischen deinen Items und Pokémon wechseln. Krass, oder? Gut, ich lasse dich jetzt mal spielen. Danke. Ja, es kommt auf mich zu. So, Exemplare gefangen bei Belitza. 1, 3, 6, 12, 25. Exemplare besiegt. 1 bis 15, registrierte Form 2. Okay, heißt wir leveln mal unser Shinux. Hätte ich jetzt gesagt. Und battle mal. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben richtig Probleme. Walzer ist keine schlechte Attacke. Geflohen? Walzer ist echt nicht schlecht. Wir bekommen bei Walzer echt Probleme. Wir setzen mal Bautz ein. Also ich stelle mir was Cooleres vor, als jetzt 25 Belitzas zu fangen. So, wie sieht's aus? Zur Erinnerung ist hier nochmal ein Tipp, den alle Forschungstruppmitglieder kennen sollten. Wir sichern ein Pokémon an. Oh, ja, Bruder. Gut, wir probieren die Pokédex-Aufgaben. Exemplare besiegt, auch registrierte Form. Exemplare gefangen. Na, ich weiß nicht, Staralil ist halt schon ein gutes Pokémon. Wir fangen mal wieder eins. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Satz mit X. Ist da oben nochmal ein Belitza? Als ob es ausgebrochen ist, lol. Okay, ich bin doch nicht so gut wie erwartet im Pokémon-Fangen. Oh, und das ist das Wampel, das der andere Trottel wollte.
So, was passiert eigentlich mit allen Pokémon, die ich zu viel gefangen habe? So, was habe ich bei euch für Missionen? Leichtes Exemplar gefangen. Exemplare besiegt. Einsatz von Gichtstachel gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche die Mission auch auf jeden Fall auch zum Teil offscreen zu machen, glaube ich. Aber die Wurmple sind recht leicht zu besiegen. Das kann man eigentlich echt gut machen, also. Wurmple sind echt kein Problem. Da können wir alle ausrotten. Wir sind jetzt hier auf Level 4. Warte mal, da vorne sind noch so Steine. Die habe ich auch schon im Trailer gesehen. Ein Evoli? Ein Evoli! Cool! Lol. Und da hinten ist ein Ponita. Okay, es wird interessanter. Wir haben jetzt schon mehr Pokémon-Arten als, Ah, da bekommen wir die Glanzsteine her. Okay, cool. Wohin muss ich eigentlich? Ich habe noch nichts Effektives gegen die Staralili. Ich glaube, ich sollte eher bei so Wurmpeln bleiben und mal Bautz hochtrainieren. Bis mein Shinox irgendwie eine Stromattacke kann. Warum Blattwerk? Oh Gott, bin ich doof. Ja, das war mir klar, dass es nicht effektiv ist. Mann! Bautz ist schon Level 9, krass. In dieser Gegend lebt ein Pokémon namens Bamelin. Genau wie Shinox verfügt es über eine aggressive Veranlage und greift sofort an. Da ist Vorsicht gebunden. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm im Kampf stellen. Ich würde Bamelin gerne ins Team nehmen. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Bamelin dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Für manche Aufgaben ist es also notwendig zu kämpfen. Okay. Geh. Wo ist Bamelin jetzt? Okay. Ruckzuckieb. Da haben wir leider keine Chance. Und wir one-hitten es. Oh. So. Müssen wir sonst noch irgendwo hin? Oh. Ich hätte aber trotzdem gern bei mir hingefangen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Finde ich gerade ein bisschen schade, dass ich das gewone-hittet habe. Kann es sein, dass ich jetzt schon zu stark bin? Bisschen lame auf jeden Fall. Das Pizza, voll süß. Es ist ziemlich leer, das Spiel. Das kann man als Nachteil sehen oder als Vorteil. Ich weiß noch nicht ganz. Also vereinzelt hat es irgendwo Gruppen. Da gibt es wirklich immer alles was. Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Können wir jetzt unterwegs handwerkeln? Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es da keine Werkbank gibt. Dies gibt aber nur, geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Alles klar. Und Tränke.
Okay. Muss ich dir jetzt noch weiter hinterherlaufen, oder? Was glitzert da vorne so? Sind es... Also aus Sindelbeeren kann man Tränke machen, aus Aprikokos und Glatzstein Pokebälle. Nicht berichtete Aufgaben. 17. Okay, krass. Vergiss übrigens nicht, Professor Levin alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Okay, können wir machen. Aber ich habe jetzt da vorne den glitzernden Stein gesehen. Und ich glaube, das hier ist ein Glanzstein, oder? Genau, und Sternschaub bekommen wir auch. Krass. So, vorher habe ich hier irgendwo einen Ponita gesehen. Ich weiß nicht, Ponita ist, glaube ich, sehr scheu. Einfacher als gedacht, lol. Und Level 3. Ich finde es ein bisschen... Oh mein Gott. Dem Galopper werden wir uns mal nicht nähern. Ich glaube, das ist uns ein bisschen zu stark. Kann Bautz nichts machen? Schade. Auch schade finde ich, dass ich jetzt kein Bammelin habe. Finde ich echt ein bisschen blöd. Aber vielleicht respawnt ja nochmal eins irgendwann. Habe ich jetzt gerade einen Pokéball verschwendet? Oh Mann, ich hätte nur B drücken müssen. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Aber, wird schon werden. Früher oder später. So, Shinox ultra aggressiv. Mit Blattwerke können wir hier ordentlich einheizen. Aber können wir es jetzt auch so beobachten? Nee, können wir nicht. Es wäre auch cool, dass man im Kampf irgendwie die Mission sehen würde. Oder sehen könnte. So, das ist Level 6. Die werden stärker. Krass. Komm schon. Nicht mich angreifen. Kämpf mit Bautz. Aber Bautz ist auch richtig low. Schade. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die Mission mit dem Besiegen safe alle mache. Ich weiß nicht, ob ich alle fangen soll. Es ist halt richtig mühsam, jedes Pokémon 25 Mal zu fangen. Und ich weiß nicht, wie viel... LOL? Wieso durfte es jetzt zweimal angreifen? Uff. Das mit dem 25 Mal fangen finde ich halt echt ein bisschen heavy. Aber wenn es Pokémon besiegt ist, kann man es dann auch gar nicht mehr einsetzen. Okay. Net to know auf jeden Fall. So, aber laut
Missionsbeschreibung sollen wir jetzt auch wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, kann man Shinies sehen? Sind die jetzt wieder in der werden die jetzt wieder in der Overworld angezeigt? Und wenn ja, warum werden sie in Schwert und Schild nicht angezeigt? So viele Fragen. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hatte Lumia alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Und Geld verdienen. Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Gefangene Pokémon 7. Gefangene Pokémon Arten 5. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 5. 1358 Pokédollar bekommen. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt das Forschungslevel. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt und es erscheint eine detaillierte Information zum Pokémon. Oh. Ah, hier ist die bevorzugte Nahrung. Ah, Shinox habe ich jetzt schon fertig? Lol. Bautz, dank der geschmeidigen Flügel gleitet es lautlos durch die Luft. Aus seinem Gefieder kann es mit Geschick messerscharfe Federn schleudern. Und bei Shinox steht, durch Zittern erzeugt es Elektrizität, obgleich man es ihm nicht ansieht, verfügt es über ein äußerst wildes Gemüt und erfordert eine Menge Geduld beim Zähmen. Wir sind ein Ein-Sterne-Mitglied. Krass. Du hast Aufgaben erfüllt. Du kannst jetzt im Rang aufsteigen. Wonderful. Lass uns zurück nach Jubeldorf und Kommandantin Celestes Bericht erstatten. Du hast ja einen echten Stern, deinen ersten Stern redlich verdient. Ich muss so viel vorlesen im Spiel, das ist nicht normal. Pokémon ist mittlerweile nur noch RPG und nicht mehr battlen und ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen traurig. So, wie kann ich denn ausweichen? Nee. Mit X, oder? Nee. Mit Y. Ja, mit Y. Ich habe vergessen, dass Ausweichen mit Y geht. Lass mich deinen Pokédex sehen. Du kannst sogar die Animationen sehen? Krass. Halt wie bei einem normalen Pokédex. Wie auch immer das bei einem Buch funktionieren sollte, aber hey, ich bin nicht Pokémon. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Krass. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Ab sofort werden dir Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Das hier sollst du auch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Du erhältst die Anleitung für Schwerbälle. Ein Aprikoko und ein Schwarzglanzstein und ein Beleber. Dass du als völlig Fremder in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung und deinem Fleiß zuzuschreiben. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wen sie vor sich haben. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang ist, desto mehr Arten von Pokébällen stehen dir zur Verfügung und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Cool. Das war alles für heute. Du kannst im Speiselokal heiße Kost essen und dich dann ausruhen.
cool. Da darf ich jetzt ein bisschen grinden? Oder schau wieder Story. Okay. Das war wieder meine Cola-Flasche. Ich glaube, man hat sie schon im letzten Part gehört. Robin, feiern wir deinen Rangaufstieg. Mein Glückwunsch. Die Kartoffelmochi schmecken gleich noch besser, wenn es etwas zu feiern gibt. Allerdings haben wir jetzt alle Hände voll zu tun. Wir müssen uns neben den Missionen des Forschungstrupps auch noch um die Aufträge verschiedener Leute kümmern. Apropos, hast du Gurus Auftrag schon angenommen? Die Bewohner von Jubeldorf kennen sich nicht besonders gut mit Pokémon aus. Wenn es Probleme gibt, bitten sie deshalb den Forschungstrupp um Hilfe. Du kannst diese kleineren Missionen annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in meinem Büro wirfst. Apropos, worum geht es eigentlich bei dem Auftrag, den du erledigen solltest, Lumia? Ach ja, ich hatte überlegt, Robin zu bitten, diese Mission zu übernehmen. Dafür muss man nämlich sehr gut mit Pokémon kämpfen können. Es handelt sich um einen Auftrag von Yona vom Diamant-Clan, nicht wahr? You see, der Diamant-Clan hat sich schon vor der Galaktik-Expedition in Hisui angesiedelt. Durch den Austausch mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Aber morgen mehr dazu. Ruht euch heute Nacht gut aus. Okay. Es gibt verschiedene Clane. I don't know. Entschuldige, bitte. Hättest du einen Augenblick Zeit für mich? Na gut, ausnahmsweise. Vielen Dank, könntest du dann zum Übungsplatz kommen? Ich warte dort auf dich. Übrigens, falls du schon viele Pokémon gefangen hast, kannst du sie bei der Weide auswechseln. Zum Übungsplatz. Warum läuft sie jetzt so episch weg? Sie geht ja nur zum Übungsplatz. Natürlich die Schwarzblende. Warum auch nicht? Ah, kann man hier kämpfen? Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Es ist so, ich habe eine Entscheidung getroffen, und zwar... Weißt du, auch ich habe einen Partner. Leider harmonieren wir zwei nicht ganz so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber um bei der Vervollständigung des Pokédex helfen zu können, müssen wir uns ab jetzt richtig in die Riemen legen. Genau, das hier ist mein Partner Pikachu. Gott, das ist hässlich. Sind die Augen von Pikachu eigentlich schwarz? Und haben eine weiße Pupille? Weil seht ihr die Spiegelung von den Augen? Die ist... auch da. Aber die weiße Pupille ist auch da. Wisst ihr, was ich meine? Als ich von Scheinungs angegriffen wurde, konnte ich vor Angst einfach nicht mehr klar denken. Ich war in der Lage, zusammen mit meinem Partner zu kämpfen. Seitdem will es nicht mehr richtig auf mich hören. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, wie ich ihm im Kampf Befehle geben soll. Pika! Doch, als ich dich und deinen Partner in Aktion gesehen habe, wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb würde ich gerne gegen dich kämpfen, um von dir zu lernen. Ausnahmsweise. Ich habe ja nur 6 Pokémon. Wieso starte ich mit Bidiza? Ah komm, das kriegen wir auch mit Bidiza hin. Oder auch nicht. Gut, Walzer ist fixiert und Walzer macht pro Runde mehr Schaden. Das heißt... vielleicht können wir es schaffen. Nee, ruckzuck beendet unsere Streak. Schade, aber Bidiza hat es fast alleine geschafft. Ich bin stolz auf Bidiza. So. Windstoß sollte reichen. Jo, that's it.
Wow, du bist mit deinen Pokémon wirklich auf einer Wellenlänge. Oh, lol. Uff, danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich meine, dass da zwischen Pikachu und mir ein kurzer Moment der Harmonie zu spüren war. Wir zwei kriegen das schon hin. Meinst du nicht auch Pikachu? Dann war es wohl doch nur Einbildung. Aber ich werde versuchen, dir nachzueifern und bei meiner Erkundung mit meinem Partner zusammenzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir verstehen uns irgendwann gut genug. Übrigens, der Professor hat mir davon erzählt, dass Pokémon verschiedenen Typen angehören, die man im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann. Mein Pikachu scheint zum Beispiel ein Pokémon vom Typ Elektro zu sein. Oh, das Ding ist jetzt offiziell? Die Typenwechselwirkung? Lülülülülül, mit allen Typen. Du bist also der Neuzugang, der gerade in aller Munde ist. Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Wie ich sehe, hast du ein Händchen dafür, Pokémon zu bekämpfen. Vielleicht könnte ich dir noch den einen oder anderen Ratschlag geben. Nein, könntest du nicht. Kommandantin Belila, die ist Lehrmeisterin einer alten Pokémon-Kampfkunst. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern können, sie diese mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Zum einen wäre da die Krafttechnik. Sie erhöht die Stärke der Attacke, aber dafür dauert es länger, bis das Pokémon wieder eine Attacke einsetzen kann. Dann gibt es noch die Tempotechnik. Durch ihren Einsatz sinkt zwar die Stärke der Attacke, dafür kommt das Pokémon aber schneller wieder zum Zug. In manchen Fällen kann ein Pokémon mit Hilfe dieser Techniken zweimal angreifen, bevor sein Gegner auch nur einmal zum Zug kommt. Standardausführung Krafttechnik oder Tempotechnik. Im Kampf kannst du zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen, indem du Linksknopf oder Rechtsknopf drückst. Okay. Und noch eine Sache. Wenn du deinen Pokémon ein paar mächtige Attacken beibringen möchtest, komm einfach zu mir. Belilas Tipps werden dir bestimmt bei Kämpfen gegen starke Pokémon helfen. Gut, langsam wird es Zeit für das Treffen mit Yona. Wer ist Yona? Ich möchte, dass du Yonas Auftrag annimmst. Ich treffe sie am Fluss des Ambitionshügels. Bitte komm auch dorthin, nachdem du geprüft hast, welche Pokémon du mitnehmen willst. Junge, so viel Text. Vielleicht könntest du ihnen auch ein paar Attacken beibringen lassen. Junge, lese ich ein Buch oder spiele ich ein Spiel? Ich bin jetzt schon fast 2 Stunden am Lesen. Ich war vielleicht mal 10 Minuten Pokémon fangen. Aber habe ich hier einen Buchsimulator vor meinen Augen? Ich weiß es nicht. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe mit ein bisschen mehr Action und ein bisschen weniger Buch. Gott, tschüss und bis bald.